Hallo und schön, dass du da bist. Herzlich willkommen beim Podcast Zwischen Erde und Himmel, dem Podcast fürs Meditieren, Heilen und Hiersein. Mein Name ist Brigitte Nickel und ich freue mich, dass du bei der Folge heute mit dabei bist, die auch für mich eine sehr persönliche Folge ist. Eine Folge, in der ich über den Umgang mit Trauer, Trennung und Schmerz sprechen möchte. Ein Thema, das meiner Ansicht nach relativ wenig Beachtung findet. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass du heute hier bist und hoffe, dass meine Tipps dir sozusagen helfen können. Es sind auch mehr Denkanstöße bzw. auch Tipps aus meinen Erfahrungen. Wenn du möchtest, hör einfach zu, nimm einfach an, was sich für dich stimmig anfühlt, was mit dir in Resonanz geht. Und dann würde ich sagen, legen wir gleich mal los. Und zwar möchte ich zu Beginn auch gleich sagen, dass für mich Trauer nicht nur ein Prozess ist, wenn ein Mensch seinen physischen Körper verlässt, sondern eben auch, wenn zum Beispiel eine Beziehung endet, eine Freundschaft endet. Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, es gab, glaube ich, sogar einen Bericht in Galileo, wie stark der tatsächliche physische Herzschmerz bei Liebeskummer ist. Und es ist messbar, dass ein Schmerz, auch wenn jemand stirbt, ja sehr groß ist, dass das Herz darunter leidet, auch das physische Herz, beziehungsweise der Organismus. Und es entspricht auch meiner Erfahrung. Mir war das bis vor wenigen Monaten nicht ganz so bewusst. Aber wenn ich so mal meine Phasen des Liebeskummers anschaue oder die Zeiten nach Trennungen von Partnern, würde ich das schon als Trauerphase bezeichnen. Als Phase des Schmerzes, Phase der Veränderung, Phase der Neuorientierung, Phasen des mich neu ausrichtens. Und deswegen ist die Folge vielleicht auch einfach für dich, wenn du einen Menschen in physischer Form verloren hast, weil dieser Mensch gestorben ist, oder eben wenn du gerade in einer Trennung bist von einem Partner, von einer Partnerin und ja, den ersten Tipp, den ich dir da geben möchte, wie gesagt, es ist, in der Folge gehe ich jetzt eher oberflächlich darauf ein, ich biete ab Ende Oktober einen Online-Kurs an, einen 8-wöchigen Online-Kurs, wo wir noch viel detaillierter in dieses Thema einsteigen können. Aber einer meiner 3 Tipps hier für dich schon mal ist, nimm dich in deiner Trauer und in deinem Schmerz wirklich an. Lass die Gefühle zu, geh nicht einfach drüber hinweg, sperr sie nicht irgendwo weg, deckel die Energie nicht, sondern wenn du weinen musst, dann weine. Wenn du traurig bist, dann sei traurig. Wenn du dich zurückziehen möchtest von der äußeren Welt, dann mach das. Ja, mach das, was dir gut tut. Und ja, Tränen führen uns ja nicht nur durch Schmerz, sondern da können ja Erkenntnisprozesse stattfinden. Also in Trauer und in Weinen sozusagen oder im Zulassen des Schmerzes, des Schmerzes im Körper, ja dieses Ausagieren, damit geht ja auch ein Erkenntnisprozess einher. Das ist auch
in diesem Schmerz ist ja auch ganz viel Liebe. Ja, wir würden ja nicht trauern, wenn da nicht so viel Liebe wäre, auch für eine Seele, für einen Menschen. Und deswegen würde ich dir auch raten, wenn dein Umfeld sagt, ja, die Zeit heilt alle Wunden oder andere Mütter haben auch schöne Söhne oder keine Ahnung was, das ist gut gemeint und sie möchten damit eigentlich nur den Schmerz lindern. Aber es hilft ja in dem Moment nicht wirklich, oder? Also mir hat es bisher zumindest nie geholfen, wenn man etwas beschwichtigt. Mir hat es eher geholfen, wenn dann jemand da ist und wenn mir jemand zuspricht und jemand sagt, hey, das ist in Ordnung, du bist ja kein Stein, hat eine Freundin neulich zu mir gesagt. Und das tut einfach gut, ja, mit jemandem zu sein, wo auch der Schmerz vielleicht da sein darf. Und auch der eigene Verstand hat ja genug Argumente, warum er den Schmerz nicht zulässt oder warum er das Herz nicht fühlen lässt. Ja, unser Verstand ist ganz schnell in den Erklärungen, dass es schon gut war, wie es gekommen ist, dass die Zeit eben für jemanden abgelaufen ist, dass die Erlösung ist nach einer langen Krankheit, dass es vielleicht gut ist, wenn eine neue Tür aufgeht nach einer Beziehung, whatever. Also unser Verstand hat da ja viele Erklärungen, nur er deckelt damit auch unser Herz und unsere Seele, die damit noch nicht zurechtgekommen sind, die das noch nicht verarbeitet haben. Weil auf Herzensebene ist ja ein Verbundensein da, das jetzt quasi die Form verändert. Und da ist es auf jeden Fall wichtig, auch rein aus energetischer Sicht, dem Raum zu geben, dem Zeit zu geben und den Körper und den Gefühlen Unterstützung zu geben, ja, dass die Energie fließen darf. Und es ist sozusagen mein erster Tipp an dich. Erlaub dir, dass du trauern darfst und erlaub dir, dass Trauer okay ist und erlaub dir, dass Trauer auch okay ist, nicht nur wenn ein Mensch oder ein Tier stirbt und den physischen Körper verlässt, sondern auch wenn eine Beziehung endet. Und mein zweiter Tipp geht so ein bisschen mehr noch in die Tiefe. Und da möchte ich dich einfach fragen, wie du die Welt auch begreifst bisher oder begreifen möchtest, wie Verbundensein ist, wie dir Verbundenheit vermittelt wurde. Mir wurde Verbundenheit irgendwie so vermittelt, wir sind der Körper und wir sind unsere Gedanken und ja, wenn der Tod da ist, dann weiß ich nicht, sind wir weg oder die anderen sind weg? Und Kommunikation kann dann auch nur bedingt stattfinden. Und auch wenn wir uns von Menschen trennen, dann ist da halt eine Trennung. In der buddhistischen Praxis geht es eher um ein Verbundensein und eine Verbundenheit. Der Priester auf der Beerdigung meiner Mama hat es ganz schön gesagt, ja auch wie Albert Einstein übrigens ja auch gesagt hat, alles ist Energie. Und dieser Priester hat auf der Beerdigung von meiner Mama gesagt, dass sie ja nicht einfach weg ist. Ja, meine Mama ist auch Energie und Seele und die ist ja nicht einfach im Universum verschluckt worden. Ja, die ist ja nicht einfach weg. Und da vielleicht mal zu hinterfragen, welche Konzepte haben wir adaptiert von den Eltern, von der Gesellschaft, von dem Menschendenken hier, dass wir denken, dass wenn ein Mensch aus unserem Leben geht, die Verbundenheit auf Herzens- und Seelenebene nicht mehr da ist.
Und ich habe auch ein Medium kennenlernen dürfen im August und da auch einen kurzen Kurs besuchen dürfen, da mal hineinschnuppern dürfen in Jenseitskontakte. Ich gehe da sicherlich auch noch mal drauf ein in diesem Podcast. Ja, dass wenn man bei einem guten Medium ist, kannst du erleben, dass der Mensch nicht einfach weg ist. Die Seele ist nicht einfach weg. Und Kommunikation kann stattfinden. Anders. Ja, also wir müssen andere Sinne dafür trainieren und benutzen, aber Kommunikation findet dennoch statt. Und ja, einfach zu schauen, welches Verständnis haben wir von Verlust wirklich. Und mein Lehrer sagt es auch immer so schön mit dem Geist der Veränderung. Klar, es ist eine große Veränderung. Nur Meditation hilft uns auch, mit einem Geist der Veränderung leichter umzugehen. Also mit einem Geist der Veränderung, der einen Geist der Veränderung zulässt. Ja, mit solch einem Geist können wir auch mit Veränderungen leichter umgehen. Und das ist das, was die Meditationspraxis uns schenkt, worauf ich auch noch mal hier eingehen werde. Wir denken immer, alles ist, oder wir denken vielleicht oft, es ist so statisch, aber während ich hier sitze, altere ich ja schon. Während ich hier sitze, werde ich auch beeinflusst von den Sternen, von den Wolken, die da gerade vorüberziehen. Das Regenwetter heute und das trübe Wetter hat mich möglicherweise inspiriert, dieses Thema heute für den Podcast zu wählen. Also da ist ja Verbundenheit da und da ist ein Geist, eine Veränderung einfach da. Ja, alles ist in Bewegung, alles verändert sich, auch wenn wir es manchmal vielleicht lieber nicht so gerne so hätten. Also das ist mein zweiter Tipp für dich. Einfach mal schauen, welche Konzepte hast du so in deinem Denken oder in deinem Leben oder auch adaptiert, die ja einem heilsamen Umgang mit ich sage jetzt mal, Formveränderung im Weg steht. Genau, und der dritte Punkt, der letzte Punkt heute ist, dass wir manchmal nur so einen ganz kleinen Ausschnitt sehen von unserem Leben. Also da kann ich jetzt wieder nur von mir sprechen. Ich sehe einen kleinen Ausschnitt in meinem Leben und kann das manchmal vielleicht gar nicht wirklich annehmen, was da passiert. Aber es gibt auch noch ein großes Ganzes und es gibt eine viel höhere Intelligenz und eine ganz andere Weisheit im Universum, was wir in dem Augenblick, in der Situation vielleicht einfach nicht verstehen können. Aber dass wir uns öffnen dafür, dass es das gibt oder geben könnte. Dass wir dürfen hadern, ja, und wir dürfen dagegen ankämpfen. Und wir dürfen innerlich schimpfen, wir dürfen verzweifelt sein, wir dürfen wütend sein, wir dürfen das ja alles. Aber dass wir vielleicht auch den Blick öffnen und sagen, okay, liebes Universum, du hast es mir jetzt so präsentiert, ich versuche daraus zu lernen oder zeig mir bitte, was ich lernen darf. Und ich erlaube mir einfach einen weiteren Blick zu haben und auch wenn ich noch nicht weiß, was das Positive daran sein soll, dann hilf mir das so nach und nach bitte zu erkennen. Und ja, das ist für mich, ich habe sehr viel gekämpft. Ich habe sehr viel gehadert mit Lebenssituationen. Sehr, sehr viel, besonders was Trennungen und Tod angeht. Deswegen weiß ich das. Deswegen weiß ich, wie es sich anfühlt, dagegen anzukämpfen. Daher weiß ich, wie wahnsinnig viel Energie es kostet und wie wenig inneren Frieden es bringt.
Und letztendlich durfte ich jetzt in der Zeit, in der ich jetzt hier bin, auf der Erde, auch schon einiges kennenlernen, warum manches vielleicht tatsächlich gut so ist, wie es gekommen ist. Ich habe es halt nur in dem Moment nicht erkannt. Und wenn es gibt ja diesen Spruch, den kennst du mit Sicherheit, wenn die eine Tür zugeht, dann geht eben eine andere auf. Und manchmal ist es schwierig, in dem Moment das so anzunehmen, weil der Schmerz zu groß ist. Aber wenn wir ehrlich sind, können wir es auch immer wieder erleben, oder? Vielleicht nicht immer sofort, aber irgendwie und rückblickend dann doch immer. Und das wäre so mein dritter Tipp an dich, dieses begib dich auch in diesen Prozess hinein, ja, den Prozess des Haderns und dagegen Ankämpfens und gleichzeitig aber auch der Annahme dessen und ja, dich zu öffnen für diese höhere Weisheit und höhere Intelligenz und dass wir eben einfach nicht alles in unserem Leben im Blick haben. Wir wissen ja gar nicht, was das, keine Ahnung, die Seele meiner Mama, ich weiß es ja nicht. Ja, vielleicht hat sie einfach woanders eine andere Aufgabe, wo sie viel mehr gebraucht wird. Oder sie muss jetzt auf eine andere Inkarnation vorbereitet werden. Oder keine Ahnung, also es gibt so viele Dinge, die wir ja nicht wissen. Oder wenn sich ein Partner von uns trennt, ja, wir wissen nicht, wofür es letztendlich gut ist. Und es ist da auch, also mir hilft das zumindest dann auch diesen Respekt zu haben vor der Entscheidung von anderen. Ja, dass ich das leichter annehmen kann, dass ich sage, okay, ich respektiere deine Entscheidung. Es ist so. Und auch wenn es mir in dem Moment vielleicht wehtut, aber ich respektiere deine Entscheidung, weil ich davon ausgehe, dass du vielleicht auch irgendwie geführt bist und etwas in dir fühlst, was vielleicht auf dich wartet, was auch immer. Also ja, dass wir durch dieses Annehmen und diesen, ich würde jetzt sagen, vielleicht weiteren Blick auch einen anderen Respekt anderen Menschen gegenüber entgegenbringen können und natürlich dem Göttlichen sowieso. Ja, weil, also wenn jemand weiß, was wir in dem Leben lernen dürfen, erfahren dürfen, wie wir heilen dürfen, dann er. Ja, dann das Göttliche Selbst. Und das waren jetzt sozusagen meine drei Empfehlungen für dich heute. Wie gesagt, in meinem Online-Kurs, der jetzt im Ende Oktober startet, gehe ich natürlich noch viel detaillierter auf die Sachen ein, beziehungsweise auf deine Fragen, auf deine Anliegen, da wo du gerade in deinem Leben stehst. Noch mehr auf die Meditationspraxis, wie sie uns durch so eine Zeit helfen kann. Also wenn du da dabei sein möchtest, freue ich mich sehr über deine Anmeldung auf meiner Webseite. Ich glaube, ich mache den Link in die Shownotes. Wenn du die Podcast-Folge mit jemand teilen möchtest, wo du das Gefühl hast, der oder sie ist gerade mit diesem Thema konfrontiert und könnte vielleicht Hilfe brauchen, dann teile diese Folge gerne. Wenn du möchtest, schreib mir gerne deine Erfahrungen, deine Fragen oder eine Rezension. Und ich danke dir, dass du dich diesem Thema heute auch gewidmet hast, weil ich weiß, es ist ein sehr besonderes Thema, ein etwas tabuisiertes Thema und ein Thema, das ich immer wieder aufgreifen möchte. Also es wird nicht nur diesen einen Online-Kurs geben, ich werde immer wieder darauf eingehen, weil es mir einfach sehr am Herzen liegt, weil es auch ein Thema ist, das mich sehr lange beschäftigt, begleitet, fasziniert auch. Und wir dadurch einfach schnell in eine Tiefe kommen können. Ja, auch in tiefe Erkenntnisprozesse. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen ganz, ganz schönen Tag oder Abend und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder hören.
Alles, alles Liebe für dich. Tschüss, deine Brigitte.